Ja, und dann am nächsten Abend ruft Rodrigo wieder zum gemeinsamen Treffen im Zelt. So, wie sieht's aus? Stellungnahme Brindisi. Mir geht es hervorragend. Wegen mir können wir Du morgen wärst zur Rückreise aufbrechen. bereit? Okay, Kasim. Mir geht es auch gut. Ich habe von Magister Puspereiken die Erlaubnis bekommen, morgen einen Elementar herbeizurufen. Da werde ich morgen Vorkehrungen treffen. Ich werde ihn binden, um im Notfall der Gruppe Schutz gewähren zu können. Dabei grinst er. So, das bedeutet, du beschwörst das Ding und du bist an dem gleichen Tag abreisebereit oder willst auf jeden Fall noch ein, zwei Tage danach hier bleiben. Es wäre gut, ein, zwei Tage danach hier zu bleiben, denn diese Beschwörungen sind unglaublich kraftintensiv. Gut. Dann verlange ich von euch, dass ihr das richtig macht und professionell angeht. Ei. Gut. Dann ist die Sitzung hier beendet. Wir reisen morgen nicht ab. Schönen Abend noch. Rodrigo. Bitte, Jana. Was denn? Nein, lass gut sein. Nein, ist nicht wichtig. Weil ich euch nicht gefragt habe, es war nicht mehr notwendig, weil selbst wenn es euch total gut geht oder nicht gut geht, alleine wegen Kasim reisen wir jetzt morgen nicht ab und ja. Kasim, hast du das schon ganz gerne mit den Leitern hier abgeklärt, dass es das alles okay geht mit der Beschwörung und so, die du Ja, hier machst? wobei ich es theoretisch auch heute machen könnte. Ist die Sonne schon untergegangen? Ganz wie du willst, also. Na, so ideologisch bei Sonnen- oder Auf- oder Untergang ist natürlich dann immer am besten Ja, dann für hat es gerade Feuer. geregnet. Nach dem Regnen, dann gab es die Besprechung im Zelt und danach geht die Sonne halt gerade runter. Ja. Dann könnt ihr euch das theoretisch auch jetzt tun. Gut, dann werden wir trotzdem morgen nicht abreisen, nehme ich an. Also ist die Besitzung hiermit beendet für was Abreise angeht. Wenn Casino jemand noch beginnt. andere. Hat jemand noch andere Fragen? Keine weiteren Fragen? Gut, dann kann man mich ja später auf alles Wichtige ansprechen, was man irgendwas unter vier Augen besprechen will oder ihr untereinander besprechen wollt, ihr könnt das schon. Ja, viel Spaß in der Freibach. Das Zelt bleibt wie immer. Einer bleibt immer mindestens hier und bewacht das Zelt, dass ihr nicht wegkommt. Danke fürs Gespräch. Oskar, ich brauche euch gleich mal. Ja, Kasim begibt sich dann nach draußen und sucht sich beim Quartiermeister. Gibt es Feuerschalen? Kannst du kriegen. So Kohlebecken, dann se sechs kleine und ein großes, wo man ein großes Lagerfeuer drin errichten kann. Und dann beginnt man mit seinem Stab an einem Ort, wo man möglichst gut etwas in den Boden ritzen kann, weil man hat keinen festen Steinboden, nehme ich an, wo man Zauberkreide sowas benutzen könnte, die man sowieso nicht hat. Da ein Hexagramm in den Boden zu malen, einzuritzen, in jede Ecke das Symbol des Feuers zu setzen, in jede Ecke eine kleinere Feuerschale zu stellen, in die Mitte. Also in das Hexagon in der Mitte stellt man die große Feuerschale und beginnt dann dort ein großes Feuer zu machen. Du hast die bisschen mit Beschwörungsregeln vertraut, dass du das alles kennst. Du kannst das auch gerne übernehmen. Ich weiß, du machst das sehr, sehr regelmäßig. Ich muss das jedes Wochenende machen, weil mein Genau, Djinn-Beschwörer genau dort. deswegen, ja, ich weiß. Jetzt geht wieder das Vorstellungsgespräch los. Haben Sie in letzter Zeit Blutmagie ausgeübt? Haben Sie in letzter Zeit einen Dämonenpakt geschlossen? Nein, da Feuer ein neutrales Element ist, fehlen bei mir eigentlich für die Modifikation nur noch die örtlichen Umstände. Da ich ja die ohne örtliche Umstände das standardmäßig schon mal rausgeschrieben hatte im Forum. Ich weiß nicht, was die anderen euch erzählt haben. Wir hatten eine kleine Begegnung mit Jagdgras. Okay. Und irgendwie will die Verwundung nicht so richtig heilen. Könnt ihr da mal drüber schauen? Ich schaue mir das gerne mal an. Kommt mit und setzt euch. Ja, Vivala bringt dich dann auch in das Schlafzelt, falls da gerade keiner ist. Ansonsten irgendwo hin, wo man etwas abseits sitzt. Ja, ihr findet auf alle Fälle was, wo ihr alleine seid. Oskar, was ist das mit euch und meiner Knappe? Was meint ihr? Meint ihr, dass ich es nicht merke, wen sie sich mir in ihrem Flötenunterricht wegschleicht, wenn ich gerade nicht da bin? Hat er es gemerkt? Ja, scheint so. Also ich würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Ja, Alan.
Ich erschwere sie dir um 8, weil das alles in deinem Rücken passierte. Oh, in dem Fall habe ich es nicht gemerkt. Also du kannst eine Ahnung haben, ne? Aber du weißt es nicht, du hast es nicht gesehen. Sie hat ich habe es ja auch extra so gemacht, dass er extra kommt. Die Knappin war weg, ohne was zu sagen, und der Rest ist von selbst zusammengezählt. Genau, also du hast es nicht gesehen, aber du ahnst es genau. Okay. Also mit der Menschenkenntnis-Ausgabe kannst du auch erkennen, dass er es nicht genau weiß. Jetzt versucht er dich zu locken. Okay. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich habe nur nach ihr geschaut. Gestern im Zelt. Was habt ihr denn da so geschaut? Denn ihre Vorstellung von geschaut habt ihr ganz sicherlich nicht. Nun, ich habe geschaut, ob sie krank ist. Ob es ihr gut geht. Und? Ihr ging's relativ gut. Leicht angeschlagen, aber doch ganz gut. Also, falls ihr euch Sorgen machen solltet, dass ich in irgendeiner Art und Weise etwas mit ihr anfangen sollte, könnt ihr beruhigt sein. Werdet einfach nicht zu ihrem Spielball. Das macht wäre für euch keine Sorge. Wollt ihr mir jetzt drohen? Nein. Und das hoffe ich. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ihr müsst euch sicherlich keinerlei Sorgen machen. Und falls sie wirklich versuchen sollte, irgendwann mal mich in irgendeiner Art und Weise, was sie noch nicht versucht hat, zu beeinflussen, könnt ihr euch sicher sein, ich lasse mich nicht sehr leicht beeinflussen. Wenn ich mir keine Sorgen um meine Knappen machen müsste, könnte ich ihr den Ritterschlag geben und sie gehen lassen. Und dies ist nicht meine Angelegenheit. Richtig. Gut, kümmert euch um die Verwundung. Okay, ich guck mir die Verwundung an. Müsste eine Heilkunde Wunden sein, weil da nichts Spezielles mit Krankheiten auf dich lauert. Okay. Er kann doch Heilkunde Wunden, oder? Misslung. Du hast einen Schicksalspunkt, wenn du möchtest, könntest du diese Probe oder einen Würfel davon neu werfen. Okay, wenn dann es dir den... jetzt wichtig wäre. Nee, eigentlich ist mir das jetzt nicht wichtig. Okay. Was, wenn ich jetzt misslungen habe, würde ich ihn jetzt verletzen in irgendeiner Art und Weise oder würde ich es einfach nicht ausfinden? Gib mir mal ein W6. Ich glaube, Verletzungen passieren nur bei einem Patzer, aber ich kann mich täuschen. Wie bitte? Gib mir mal ein W6. Kriegst du die Hälfte. 5. Zeigt er jetzt ja aber gar nicht an. Ja, musst du nochmal in die Chatbox reinziehen. Achso, okay. Mit ordentlich Schwung nimmst du den und dann schmeißt du ihn und lässt ihn in der Chatbox los. Okay, dann ich muss nochmal würfeln, das ging jetzt nicht. Nee, doch, ich hab die 4 gesehen, dann kriegst du 2 Schadenspunkte, ja. Au, müsst ihr das da drauf kippen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Reine Hilfe, naja, hoffentlich tut's das auch. Aber ich bin mir sicher, damit geht's euch jetzt besser. Muss es hoffen, ich will übermorgen laufen können. Also, marschieren. Ja, erhebt er sich und geht vorsichtig mit dem Fuß auftretend zurück. Und Osko lächelt leicht. Was ist denn mit euch passiert? Ach, Osko hat mir da irgendwas drüber gekippt. Ich weiß auch nicht, was es war. Warum seid ihr nicht zu mir gekommen? Er ist doch der Heiler. Ich verstehe, ihr vertraut ihm mehr als mir. Mach mal einen Schmoll und guck so ein bisschen. Was wisst ihr denn von Wundheilung? Ich dachte, ihr seid... Hier, wie heißt das mit den Bällen? Jongleurin. Ich kenne mich ziemlich gut aus mit Krankheiten, Giften, Wunden. Ich bin jahrelang mit einer großen Truppe, die sehr viel Akrobatik verführt hat, gereist. Also, da ist ständig was passiert. Nun, vielleicht solltet ihr beide euch das nächste Mal zusammentun. Ihr seid ja weggegangen, ich wollte euch nicht stören und hab mich mit Rashika beschäftigt.
wieder die Schlange so ein bisschen über die Hand fahren lassen. Hab dieser Schlange einen Namen gegeben? Ist natürlich. Das klug? Jedes Lebewesen sollte einen Namen haben, findet ihr nicht? Aber habt ihr keine Angst, dass sie euch beißt? Sie hat mich schon oft gebissen. Sie war so ein bisschen das Kleid hoch, sodass ja, oben im Oberschenkel, da zum Beispiel. Seht ihr da ganz kleine Zahnabdrücke? Da war ich gerade 7 Mütterlöffel alt. Werden Schlangen so alt? Diese schon. Wieso diese? Ist die besonders? Seid ihr doch eine Hexe? Nein. Was denkt ihr, wie alt ich bin? Wie alt sieht sie denn aus? Hab ich vorhin beschrieben. Würdest du die ungefähr auf, ja, bis 18 Sommer schätzen? Ungefähr. Weiß nicht, viel älter als meine Knappen könnt ihr nicht sein. Das stimmt. Nun, wenn eine Schlange, naja, beschützt wird von mir und nicht von irgendjemandem, der durch den Dschungel geht, den Kopf abgeschlagen bekommt und du kriegst kurz so einen tadelnden Blick, dann wird sie auch etwas älter. Aber und ich bin immer noch keine Hexe. Aber Brindisian sagt, wir sollen uns vor allen Schlangen in Acht nehmen, da die alle giftig sind. Rashika ist auch giftig, aber sie beißt nicht mehr. Das habe ich ihr abtrainiert. Aber wenn sie euch doch schon oft gebissen hat, wie seid ihr dann noch nicht vergiftet worden? Ich war schon oft vergiftet und es ging mir auch schon richtig, richtig schlecht. Aber mit der Zeit hat sich mein Körper anscheinend dran gewöhnt und es hat mir immer weniger ausgemacht. Inzwischen beißt sie mich nicht mehr, aber ich habe es schon festgestellt, seit ich hier bin, wenn ich, das Gelände ein wenig verlassen habe, schaut hier dieser Stich, und ich würde dir mal so einen Stich im Unterarm zeigen, der so ein bisschen dicklicher und roter ist, der tat kurz weh, aber dann irgendwie nicht mehr. Und taub wurde es auch nicht, die Geweihten sagten, ja, doch, da müsste man irgendwas mit machen, aber ich weiß nicht, es war gar nicht so schlimm. Vielleicht ist sie nicht mehr giftig. Bin ich geneigt, das herauszufinden. Das war ja nicht meine Schlange, das war so ein dickes, rundes Insekt. Ich kenne die Namen der Tiere hier leider noch nicht alle. Die meisten enden auf irgendwas mit J. Das ist aber nicht sehr spezifisch bei so vielen Kreaturen hier. Müsst den Magister Brindisian fragen, der kennt sich da aus. Ihr reist mit uns, richtig? Haltet euch am besten an ihn, wenn ihr nicht in irgendwas Unangenehmes reinpacken wollt. Nun, ich muss weiter erstmal sehen, wo meine Knappe hin ist. Ja. Schade, ich mag eure Gesellschaft. Sie lächelt dich auch an. Wir müssen bald abreisen. Ich hörte, es verschiebt sich. Na, einige Tage nur. Gerade genug, um sich auszuruhen. Schaut mal runter an sein Bein. Hoffe ich. Soll ich mir das jetzt nochmal anschauen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich denke, ich werde erstmal Ausgangstinktur wirken lassen. Nur lasst mich einmal sehen. Aber bitte nimm das Teil von mir weg. Teil? Das Tier. Ach so, ja, und sie lässt die Schlange wieder so ein bisschen unter ihr Kleid und du siehst wieder so eine leichte Auswirkung. Hier bekommt sie eigentlich genug zu fressen. Mach dich keine Sorgen. Ihr seid doch viel zu groß. Und sie schaut mal auf dein Bein und ich mach dir auch mal eine Wundenheilkunde für sie. Ja, kannst du gerne machen. Bei Vredigian, dir ist übrigens schon klar, dass diese Kobra dann auch sehr, sehr giftig ist. Also wenn sie mehrfach gebissen worden ist, dann müsste sie eigentlich sterben. Verdammt! Ich habe auch keine Ahnung, was dir fehlt. Der andere hat da so rumgepfuscht. Ja, ich bin mir sicher, dass diese Tinktur ihre Wirkung mit der Zeit entfalten wird.
Frost, die kurze Frage, wenn man die Heilkunde-Wund verkackt hat, kann ich dann trotzdem noch den Hexenspeichel hinterher machen? Ja, klar, kannst du machen. Also das gibt jetzt keinen Schaden. Bei 4 muss das keinen Schaden geben, ist einfach nicht geholfen. Aber wenn du jetzt einen Hexenspeichel wirken willst, geht das auch trotzdem. Ist ja einfach nur reinspucken, reiben und dann ja, kriegt er halt trotzdem die. Also das verarbeiten wir alles in einer Probe, ne? Also streichst ein bisschen rüber und kannst der Profan nicht helfen, spuckst rein in die Wunde und gibst ihm dann die LP so wieder. Also Okay, dann mache ich Jalan das würde auch das nicht nochmal. merken, dass das dann jetzt der Hexenspeichel ist. Ja, im Notfall würde ich mir halt irgendwie über den Mund und dann würde ich ja so tun, als würde ich mit dem Drucker auswaschen. Keine Ahnung, ich würde es halt irgendwie verschleiern, ne? Sieht ja eh keiner. Ich habe gewürfelt und mir passiert nichts, hä? Ah, Fantasy Grounds. Du musst es in die Box ziehen. Doppelklick auf den Wert einfach. Monate Ja, gebraucht, um der das ist zu gelungen. schlagen. Willst du die 17 nochmal neu würfeln mit deinem Schicksalspunkt? Nö, das ist doch gelungen. Ja, also ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Erschwernisse gibt. Nee, er muss einfach durchkommen, ne? Ja, der muss einfach nur. Gut. Ja, dann, wie viele SP, wie viele LEP willst du wiedergeben? Also, OT weiß ich jetzt nicht, wie viele er da weg hatte, deswegen sag ich einfach mal 6. Muss ja. Gut. Ja, dann geht's dir damit auf alle Fälle besser. Das. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber es schmerzt auf jeden Fall weniger. Ich habe euch doch gesagt, ich kann sowas. Ich strahl dich an und sie sagt so ein bisschen, wie sie ein bisschen errötet. Na, dann solltet ihr euch vielleicht nochmal mit Oskar unterhalten. Und ihm ein oder zwei Kniffe zeigen. Er ist mir ein bisschen suspekt, seit er mit eurer Knappin einfach im Zelt verschwunden ist, nachdem sie seine Hand an seine Brüste gepackt hat. Er scheint sehr Ja, einfach getrickst zu sein. das tut sie, aber er ist relativ früh wieder rausgekommen. Ich nehme an, er hat sie wirklich nur untersucht. Bei manchen Männern geht das schnell, wenn sie schöne Frauen sehen. Ich kenne das aus Erfahrung. Schaut dich völlig unschuldig an. Du siehst ja, Nuria sie ist auch hat. nicht ganz hässlich. Ja, ich bin von südländischen Schönlingen umgeben. Ja, Das tut ist mir schon leid. hier. Jedenfalls, Uriah hat da auch einige Erfahrungen drin, wenn ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr euch ja mal mit Ephadarius unterhalten. Den habe ich noch nicht wirklich zur Sprache bekommen, aber. Ja, ich glaube, er hat sich zum Beten zurückgezogen nach unserer Reise. Aber ihm gehört der Hund, nicht wahr? Ja, wo ist er eigentlich? Ich weiß es nicht, aber er ist sehr süß. Ich habe ihm letztes Mal schon die Ohren gekraut. Und ich bin mir sicher, er wird eines Tages ein vorzüglicher Jagdhund, wenn Nefandarias ihn weiter gut ausbildet. Rashika hat auch ein sehr feines Gespür. Wusstet ihr, dass Schlangen mit der Zunge, naja, Sachen erspüren und, naja, riechen kann man nicht wirklich sagen, aber dass sie sich damit vorantasten? Mit der Zunge vorantasten. Bin mir sicher, ich habe mal so etwas Ähnliches in der Helsinki-Kirche gehört, aber ihr wisst ja, wie deren Predigten manchmal sind. Ehrlich gesagt, nein, ich war kaum dort. Ich musste mir ein paar Mal schon hier welche anhören. Aber ich hatte nie wirklich viel mit Geweihten oder Leuten der Götter zu tun, da wir sehr viel hin und her gezogen sind. Und noch ein Grund, euch mal mit Ephadaras zu unterhalten. Er kann euch sicherlich viele Dinge über die Götter beibringen. Das wäre sehr gut. Es interessiert mich schon. Ich glaube. Es geht viel mehr vor sich, als man eigentlich denkt. Ich wünschte mir ja manchmal, ich könnte meiner Knappin mehr Aspekte vermitteln als nur die des Herrn Paios und der Herrin Rondra, aber den Weisungen der anderen 10 Götter bin ich nicht allzu bewandert. Ich glaube, Raya fände sie nicht so besonders schlimm. Jedenfalls bin ich reichlich froh, dass wir mit seiner Gnade Ephadarias unterwegs sind. Jetzt auch hier mit den Drakonitern zusammen untergebracht sind. So kann sie von einigen Leuten, die den Göttern näher stehen als ich, etwas darüber erfahren. Wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte sie zu einer Predigt schleifen, wenn ihr mich entschuldigt. Natürlich. Ja.
Talan geht dann noch grübelt ein bisschen weiter, bis er irgendwann Myria findet und schleift sie zu einer Predigt. Gut. Die Umgebung dämonisch ist. Oh, ein Timing. So, ihr seid Liebe jetzt euch. Fertig. Keine weiteren Erschwernisse, keine weiteren Erleichterungen. Ihr würfelt jetzt die eine Probe. Ist das eine dämonisch affine ist das eine dämonische Nein. Umgebung? Nein, ist es Nein. nicht. Gut. Dann Beschwörungsprobe plus 2 in Fantasy Grounds. Hi, Captain. Ganz kurze OT-Frage. Sehe ich in Fantasy Grounds oben meine Notizen? Weil ich habe mir eigentlich alle meinen Zauber reingeschrieben. Die kann man sich dazu schreiben. Nee, die Notizen, die du in Dings reingeschrieben hast, sieht man darin nicht. Alter, oh, das ist ja ungünstig. Das wäre nicht gelungen, wenn du jetzt hier nicht irgendwas daran änderst, an dem Wurf, wie zum Beispiel ein Chippy einzusetzen. Ja, ich würde die 20. Dann nochmal einen Genruf plus 2 und los. Kann ich ganz neu würfeln? Du kannst ganz oder einen Würfel. Würfel ganz neu, ich meine, das ist ja richtig schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich werfe ganz neu. Schade. Alles klar. Was hast du denn für Donaria aufgefahren? Sechs kleine Kohlebecken mit glühenden Kohlen, deshalb wollte ich auch 10 Kilo Kohlen haben. Ja, kriegst du. Und eben die große Feuerschale mit Großfeuer, damit ich zehnfache Menge des Elements habe und eine Hitzestufe, also eine Reinheitsstufe mehr habe. Ja. Das war erstmal die Anrufung. Die Kontrollprobe kommt sogleich. Du hast 12 ASP, das heißt, du kannst 2 da reinsetzen, 7, das andere macht 9. Du hast also im Endeffekt, wie viel LE willst du geben? 8. Ach, das heißt dort 2 Punkte Erleichterung, dann bist du bei 2 Punkten Erleichterung, 1 bis 15 ist die Kontrollprobe gelungen. Ja. Dann, auf geht's. Ja, was tust du denn? Einen Feuer-Gin beschwören. Ja, ich möchte das jetzt in-game haben. Also, jetzt, du gehst an das Feuer weg. Vorbei. Richtig. Los, hau rein. Also, nachdem Kasim diese ellenlange Vorbereitung abgeschlossen hat, ein relativ großes Hexagramm auf dem Boden gemalt hat, etliche urtolamidische Runen da hinein gemalt hat, stellt er sich im Moment, als die Sonne gerade am Horizont verschwindet, vor das Hexagramm, beziehungsweise in einen der Zacken rein, breitet die Arme aus und murmelt, spricht etwa eine halbe Stunde lang, nein, eine ganze Stunde sogar, entschuldige, immer wieder ellenlange urtulamidische Formeln. Er angesichts der Hitze, die das Feuer abstrahlt, schwitzt er enorm. Er hat zu diesem Zweck extra seine weiße Kutte mit angezogen und steht barfuß in diesem Bannkreis. Und nach, ich weiß nicht, wie lange die anderen da zuschauen wollen, während er da leise seine Formel vor sich hinmurmelt, etwa nach etwa einer Stunde erscheint dann ein aus der mittleren Lagerfeuer, in dieser Feuerschale. Du trittst etwas zu nah heran und dann kannst du sehen, wie ein Feuerball nach oben stieb. Du bist etwas zu nah rangegangen, hast dir die Hände verbrannt, die jetzt rauchig sind, sie glühen fast deine Hände, viel zu warm, viel zu rot. Du ziehst sie zurück, bekommst eine Wunde an der Hand. Dafür, dass du 8 LEP gegeben hast und der Feuerball rast nach oben, fährt in das Blätterwerk und brennt die roten Bäume ab. Dann, während es noch glüht, kann Rindijian erkennen, wie dort oben sich etwas manifestiert. Dort oben saß ein Paar da. Und dann könnt ihr es alle sehen, wie sie herunterspringt, eine sagenhaft losende Kreatur. Ihr könnt Krallen erkennen, heiß lodernd, heißer als das derische Feuer überhaupt sein kann. Und der Haupt, alles wird eigentlich umrahmt von einer Feuerlohe.